Geez, the next one that we're taking is. Well, let's head home. Run. Dann hab gewartet, bis es abgekühlt ist und Ellie Zeit hatte, mich zu begleiten. Leider haben wir das Wasser vergessen und dadurch war es ein bisschen eklig. Schönen guten Tag, Freunde der Unterhaltung. Ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht zu dem, was hier so passieren soll, beziehungsweise habe mich mal hingesetzt und mir überlegt, was mit den ganzen Videos eigentlich passiert ist und wie viel ich euch eigentlich erzählt habe und die Art und Weise der Videos und habe mir ein paar Videos angeguckt. Ich sage, die haben mir richtig gefallen und so ein paar, die haben mir absolut nicht gefallen. Manchmal muss man ehrlich sagen, dass so ein gewisser Druck da ist. Dann denkt man, oh, ich muss jetzt ein Video machen und ich müsste mal wieder eins machen. Und dann kommt meist eher Bullshit raus, muss man auch ehrlich sagen. Aber wenn es wirklich was zu erzählen gibt und es spannend ist und man Lust hat, dann läuft es einfach viel besser und die Videos sind cooler und ich habe Lust zu schneiden und ich habe eigentlich immer Lust, Videos zu machen, nur manchmal ist halt einfach, ja, hat man viel Stress oder andere Sachen zu tun oder ist einfach nichts wirklich Interessantes, was es lohnt, sich mit euch zu teilen. Dementsprechend, ja, gibt es halt nicht immer gute Videos, muss ich ehrlich sagen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, für die Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so oft Videos zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass ich weniger Videos machen werde, sondern ich will eher wieder ein bisschen mehr Qualität reinbringen. Und mir macht es ja unheimlich Spaß, die Videos zu schneiden. Und die Art und Weise, wie ich es mache, ist vielleicht nicht dieses super Premium-Format, aber mir macht es halt unheimlich Spaß, das mit euch zu teilen. Euch die Geschichten zu erzählen. Manchmal gefällt es mir halt auch, mal was loszuwerden. Und dementsprechend, ja, könnt mich ja mal wissen lassen, was so eure Lieblingsvideos waren von denen, die ich gemacht habe und welcher Style euch gefällt. Auf jeden Fall werde ich weiter vloggen, wie man das so schön nennt. Jetzt sind es noch 12 Wochen. Die Form wird immer besser. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Stand der Dinge oder wie es sich jetzt entwickelt. Und ja, zurzeit denke ich natürlich auch schon an nächstes Jahr und so wie dieses Jahr gelaufen ist, muss man sich auch überlegen, was langfristig Sinn macht und ja, wie sich das sportlich entwickelt, etc. Gibt es so einige größere Fragezeichen noch. Was ich euch schon mal sagen kann, Videos werde ich weiterhin machen, Sport werde ich auch weiterhin machen. Nur in welchem Umfang und wie und was, das wird sich noch ja, entwickeln, das werde ich noch sehen. Aber auf jeden Fall habe ich extrem Spaß, Videos zu machen. Und vielleicht lässt sich da auch was einrichten, dass ich sowas mehr machen kann. Ich will jetzt keiner werden, der rumreist und nur Videos macht. Ich brauche schon selber meinen Sport, aber vielleicht muss ich mir noch eine zusätzliche andere Quelle nächstes Jahr überlegen, um Geld zu verdienen. Ich habe auch was studiert. Vielleicht muss ich doch mal damit anfangen. Jetzt habe ich allerdings erstmal ein bisschen was gebastelt hier, einen schönen Akku-Pack. Habe den verbunden mit zack, so einer Timelapse. Und das setze ich jetzt mal raus. Wir machen ein kleines Timelapse-Video. Also, hier passiert viel hinter den Kulissen, auch wenn nicht ganz so viele Videos zurzeit kommen. Ja. Das Video hier ist einfach nochmal ein bisschen was aus meiner Vorbereitung, dass ich doch zurzeit noch sehr unter der Hitze leide. Werdet ihr gleich sehen, aber gelaufen wird trotzdem und nicht nur rumgechillt, wie Miss Ducky es hier so gern macht. Hä? Hä? Ducky? Okay. I'm not afraid to die.
no one, and now we're gonna go and do the fast one. Okay, geschwommen wird auch noch, geradelt auch, gelaufen auch, also alles beim Alten. 12 Wochen sind jetzt noch, es gibt hier einen kleineren Block, den ich jetzt absolviere. Ist ziemlich basic alles, also alles Base Miles, nichts Schnelles zurzeit. Einfach, um mich an die Hitze zu adaptieren und nochmal ein paar Kilometer zu sammeln. Alles im Grundlagenbereich und die letzten 8 Wochen sind dann für mich die kritischen Wochen vom Ironman, wo es dann richtig losgeht. Bis dahin will ich eine halbwegs anständige Form haben und die baue ich auch auf. Vielleicht können wir dann mal ein bisschen ins Detail gehen, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit dem Daily, ob ihr darauf wieder Bock habt. Irgendein Videoformat, irgendwas Begleitendes, will ich schon machen. Also ich lasse mir was einfallen. So dass es auch halbwegs spannend ist und nicht immer nur alle Themen abgegessen werden, die schon abgegessen wurden, 10.000 Mal. Genau, was wollte ich euch noch erzählen? Ach ja, wegen nächsten Jahr ist mir noch eingefallen, Profi werde ich trotzdem bleiben. Daran ändert sich jetzt so schnell nichts. Man soll nicht gleich den Kopf in den Sand stecken und rumheulen, nur weil es nicht gleich auf Anhieb klappt. Ich glaube, das habe ich euch oft genug hier erzählt, dass aufgeben sollte man so schnell nicht. Also da bleibe ich am Ball. Es geht halt nur darum, wie ich das Ganze finanziell gestalte und dass ich doch wahrscheinlich mal richtig arbeiten gehen werde nebenbei und dann gucken werde, wie sich nächstes Jahr entwickelt und daraufhin dann entscheiden werde, was ich doch hauptsächlich machen werde. Wer nicht umsonst studiert haben, als alter BWLer, Marketing-Heini, muss man ja auch mal da zum Einsatz kommen. Okay, morgen geht's hoch auf Lemmon, da will ich euch auch mitnehmen. Also vielleicht gibt's morgen gleich schon wieder ein Video. Auweia, was soll's. Bis dann.